So, ich habe jetzt bei Minecraft, da ist die Welt ist ein bisschen, also ich kann mal sagen, ist ein bisschen beschädigt. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, wenn ich die mal zeige. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mal ein neues beginnen. Weil auf einmal ist der Banner nicht mehr komplett. Und das Haus, was ich da habe, ist auch weg. Sieht auf einmal ganz anders aus. Deswegen möchte ich gerne ein neues Minecraft machen. Allerdings nur mit dir. Diamanten. Ich werde eine neue Welt erstellen und zwar Diamanten. Überleben. Bauwerke an, schießt aus, Bonustruhe mache ich diesmal an. Angepasst, Meeresspiegel lasse ich so, Höhen an. Ich verliere wieder maximal. Das lasse ich so alles. Die Junggröße, die würde ich höher schrauben. Erde. Erde, Kies, Granit. Damit wir weniger Granit haben. Da liegt die maximale Höhe ein bisschen höher. Diorit ebenfalls, dafür aber an die Siedlungen erhöhen. Die Kohle lasse ich auch ein bisschen höher. Eisen mache ich ein bisschen höher. Gold lasse ich so. Redstone mache ich ein bisschen weniger. Aber die Diamanten mache ich maximal. Und Lapis Lazuli lasse ich so. Weiter, dann lasse ich alles. Fertig und die Welt generieren. Kein Seed wird einfach ein zufälliger ausgewählt. Mache ich einfach ein neues Let's Play. Immerhin habe ich 20 Teile hingekriegt, bevor die Welt ein bisschen zerstört wurde, weil ich anscheinend andere Versionen bin ich aus Versehen in die Welt reingegangen. Ich glaube, deswegen ist das was passiert. Aber jetzt kann ich erstmal ein neues Let's Play beginnen. Da schon mal die Bonustruhe. Kann ich direkt mal abbauen. Die drei Fackeln auch. Da ist schon ein bisschen was, was ich brauchen kann. Ja, also muss ich erstmal die Welt ein bisschen aufbauen lassen. Ich spawn hier auf einer wunderbaren Survival-Insel. Oh. Ne, relativ wenig. Also ich glaube, ich werde erstmal die Sichtweite ein bisschen runter reduzieren, dafür die maximale Bitrate höher. Damit ich nicht so stark lecken kann. Jetzt erstmal den Baum abernten. Also das ist richtig wunderbar Survival Island. Das macht es nicht einfacher. Allerdings könnte ich jetzt hier trotzdem Eichenholz, Eichenholzbretter machen. Es war schon mal gut, dass ich da eine Holz zwei Holzäxte drin habe. Jetzt ist mein Crafting Box. Wo baue ich mal mein Haus hin? Ich baue mein Haus, sage ich mal, hier auf die Mitte der Insel hin. Mach schon mal eine Holzspitzhacke. Kann ich mir denn noch machen? Ich habe jetzt zwei Holzäxte. 18 Sticks, drei Fackeln. Die da um die Truhe herum waren. Akazienholz kann ich auch noch umwandeln. Da könnte ich ja eigentlich die Grundfläche machen. Die 3x5 Grundfläche hier. Die ich als erste Notuntergrund verwenden kann. Eigentlich habe ich erstmal nicht genug Holz zu beginnen. Da baue ich jetzt mal hier eine 3x3 Fläche auf. So. Einer bleibt übrig. Und der droppt zum Glück auch weg. Linie hier. Dann ziehe ich direkt nicht wieder hin. Oder die Namen sind weiter weg. Da habe ich jetzt zwei Setzlinge. Ich baue jetzt mal ein bisschen ab. Vier Äpfel habe ich schon. Jetzt mal für den Beginn mit Nahrung. Zumindest weil ich die Schwierigkeit gerade auf normal gestellt habe. Mal gucken,
wo ich jetzt hingehen kann. Vielleicht die Winterdistanz ein bisschen höher stellen. Dann sehe ich dann auch, wo ich vielleicht hingehen kann. Eher noch nicht. Dann stelle ich die einfach mal wieder zurück. Ich laufe erstmal ein Weilchen in eine Richtung. Und zu gucken, wo ich vielleicht noch mehr Holz finden kann. Oder ich brauche ja noch nicht viel Holz. Aber ich kann diese Insel erstmal nutzen. Und zwar kann ja auch mich hier unterirdisch schon mal hier rein und die Crafting Box wieder woanders platzieren. Innerhalb des Umrisses. Ja, nicht Erde, sondern Crafting. Ich mache das mal hier mit Erde zu. Und jetzt erstmal noch ein Holz. Nein, ich kann nicht irgendwo rein, oder? Hier senkrecht runtergraben. Jetzt mal eine Schaufel auch noch machen. Und noch ein paar Leitern. Grabe ich auch mal hier mit 6 Blöcke tief und so mit einem Stein. Oh, da ist Diamant. Ah, kann ich nicht abbauen. Jetzt stoßen natürlich auf Diamant. Ist natürlich jetzt erstmal nicht so gut, ein Diamant vorkommen hier zu haben, weil ich das noch nicht abbauen kann. Ich brauche nämlich Steine. Da Stein. Eisen habe ich hier auch nicht höher gestellt, dadurch werden die Diamanten erstmal anfangen zum Problem. Einmal hier einen kleinen Raum frei. Ja, immerhin habe ich 3 Fackeln. Erstmal einen Apfel essen. Schafe ich natürlich weit und breit keine in Sicht. Was überhaupt nicht so schön ist. Aber was ich jetzt hier gut habe, ist Stein schon mal. Da muss ich ja später noch Eisen finden, damit ich die Diamanten, die ich jetzt da gefunden habe, abbauen kann. So, erstmal hoch. Na, das ist ein auch weg damit. Das könnte ich vielleicht mal als Mineneingang später hier bauen. Das ist eben vielleicht als Grundraum. Die Diamanten. Na. Sonst muss ich anscheinend so wieder Holz abbauen. Aber das nichts bringt, hier einen Diamant mit Holzspitzhacke abzubauen. Da geht es ja pulverisiert sich ja einfach. Ich habe jetzt mal Steinspitzhacke. Mal hier einen kleinen Schutz aufbauen. Und an der Tür auch noch. So eine Tür. Und zwar 3 Stück, aber ich brauche ja erstmal nur eine. Und ein Baum ist ja wieder gewachsen. Gut. Was ist denn mit dem Holz? Wie spät ist es überhaupt? Die Sonne geht unter. Es ist also erst Mittag. So, Nachmittag. Geht jetzt auf Nachmittag zu. Und direkt droppt er schon wieder ein Setzling. Ich bin schon mal wieder setzen. 3 Äpfel. Kann ich jetzt diese Ecken ein bisschen nochmal wegmachen.
war provisorisch hier auf Erde. Was kann ich denn jetzt machen? Ein Ofen. Einen Ofen daneben platzieren. Und was noch hier die Steinspitzhacke ein bisschen aufbrauchen. Ein paar Steine schlagen, weil ich die schon mal als Decke verwenden kann. Oh, noch ein paar mehr Steine. Ich dachte, ich würde eine Höhle, aber ich habe ja noch zwei Fackeln. Die Holzspitzhacke will ich jetzt auch erstmal aufbrauchen. Weil stoße ich auch schon auf Kohle. Kohlevorkommen habe ich jetzt irgendwie ungeändert gelassen. Ich habe nur die Diamanten so stark hochgestellt. Damit ich jetzt nicht so mit Redstone und Lapis Lazuli klagen muss. Jetzt habe ich erstmal schön das Kohle gefunden habe. Spitzhacke kaputt. Brauchen das Kohlevorkommen noch ab. Und dann gleich erstmal wieder hoch. Eine Fackel und ihr was sieht. Aber im Lack kann ich sie anscheinend so machen, dass ich diesen Part. Irgendwas. Höhle. Scheint hier eine Höhle zu geben. Hier scheint eine Höhle zu sein, aber zum Glück ist hier erstmal kein Monster. Boah, Diamant schon wieder. Also hier sind eine Diamantplage sozusagen. Eigentlich kann ich jetzt Diamant noch nicht abbauen, da ich noch kein Eisen gefunden habe. Was natürlich jetzt nicht so einfach ist, weil ich die Eisenvorkommen ja so gut wie normal gelassen habe. Deswegen ist es erstmal schwieriger, an Eisen zu kommen. Kies. Auch ein riesiges Kohlevorkommen. Hier geht es schon weiter. Da sind Zombies. Schnell zurück. Bau das mal weg. Mann, weh. Zombies, die aus sicherer Entfernung existieren können. Hä? Was hab ich da denn gemacht? Da sind die Zombies. Na, wo bin ich denn gerade? Hier muss ich mich hochbauen. Oder wo bin ich gerade? Da. Der ist daneben. Also da unten habe ich jetzt mal Zombies, aber ich habe erstmal noch kein Schwert. Deswegen sollte ich jetzt da noch nicht rund. Es ist Nacht geworden. Noch ist hier nichts gespawnt, aber jetzt können wir erstmal hier eine Decke aus Stein bauen. Damit ich erstmal vor Spinnen geschützt bin. Na, einmal verbaut. Kann man aber auch schnell wieder wegmachen. Bau, 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 bau. Das reicht. Das reicht, was ich habe. Fackel, Fackel, Fackel. Und ein Steinschwert machen. Da ich noch kein Eisen habe. Und am besten noch eine neue Spitzhacke.
Nahrung habe ich jetzt bisher nur drei Äpfel, aber können natürlich noch mehr schaffen. Muss man hier runterbauen lassen. Hier können Monster spawnen. Wo sind die Zombies hin? Wie wird mich das? Okay, Zombies, aber die sind hier nicht. Da ist einer. Zombie und tot. Das ist hier eigentlich nichts. Außer Kohle und eine Menge Diamanten. Also natürlich auch worauf Kohle ist ja auch was ganz Gutes. Wäre schön, wenn das echtes Geld wäre. Hier ist ein großes Kohlevorkommen anscheinend. Ein Diamant. Ich kann immer noch keinen Diamant abbauen, aber wenn ich das kann, dann werde ich erstmal einen Diamantrausch verfallen. Yam, Mann. Und da kommt schon wieder Diamant. Ich kann es immer noch nicht abbauen, weil ich das kann man natürlich extra so machen, dass man dann Eisen. Höhle, Skelett. Nicht ins Dunkel bringen. Monster. Die Diamant. Und hier spawnt nichts mehr. Jetzt in die Richtung. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, das ist mal ganz gut. Kann ich nämlich gleich endlich die Diamanten abbauen. Da Diamantwerkzeuge umsteigen. Eins, bevor ich das mache, werde ich jetzt mal meine Holz- und Steinsachen abnutzen lassen. Das sind mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Und die erste Spitzhacke ist schon hin. Los. Geht da hoch. Fackel platzieren mit dem nächsten Spawn. Ich verbrauche anscheinend so relativ viele Fackeln, eigentlich ist das auch relativ sicher, damit hier keine Monster mehr in Zukunft erscheinen. Wieder vorne jetzt. Ja, gar nicht durch. Kann ich so wunderbar angreifen, ohne dass die mich verstanden können. Ups, bin ich gerade auf die Windows-Taste gekommen. Ist ein bisschen blöd. Aber jetzt kann ich erstmal weiter ausleuchten gehen. Nichts mehr spawnt. Noch ein Creeper. Also wieder schwer zücken. Creeper. Explodiert. Oh, da liegen Diamanten. Hat die Diamanten hochgesprengt. So kann man Diamanten auch ohne Spitzhacke gewinnen. Wenn man Creeper explodieren lässt. Oder sonstige Sachen, die über
Blöcke entfernen. Zombie geht weg. Noch ein Zombie und die Fackel sind weg. Und Dungeon, Alter. Ich gehe jetzt mal auf die andere zurück. Wie ich mir weitere Fackeln machen kann. Weil die Fackeln mir schon wieder ausgegangen sind. Wieder was essen. Ich bin gewundert, warum ist da ein Zombie? Oder ist es jetzt? Ja, es ist ein Zombie-Dungeon. Zombie stirbt endlich. Fackeln. Dann was ist hier denn? Namensschild, Sattel, Eimer, Brot, Schwarzpulver und noch ein Namensschild. Hier ist Schwarzpulver, zwei Sattel, ein Eisenbahn, diamantene Pferderüstung. Dann die Truhen abbauen. Ich wollte hier schon mal Zombies spawnen, aber Zombies sind überhaupt nicht sinnvoll. Ich habe ja, wie gesagt, Dungeon Count, also Anzahl der Verliese, auf 100 gestellt. Das heißt maximaler Wert. Also ohne Eisenspitzhacke und Diamanten habe ich noch nie geschafft, so. Geht's noch weiter runter, hier hört's auf. Da ist noch ein bisschen mehr Eisen. Und da ist noch mehr Eisen. Geht's hier noch weiter? Anscheinend nicht. Diamanten kann ich so immer noch nicht abbauen. Ich habe immer noch eine zu weiche Spitzhacke, um Diamanten abzubauen. Ich hab immerhin zwei Diamanten schon. Da kann ich nicht mal ein Diamantschwert rauskraften. Also ein Diaschwert. Nun kann ich jetzt nach Hause. Habe ich noch unerforschte Höhlengänge? Ja, hier ist noch was. Aber auch nicht viel. Hier noch weiter. Ja, hier geht's zurück. Ich bin ja von da oben gekommen. Deswegen muss ich auf der Fackeln. Hier geht's weiter. Das Holz, also da muss schon mal ein Haus zurück. Da wo das Holz ist. Da habe ich auch zwei Diamanten schon mitgebracht, oh, obwohl ich keine Eisenhacke hatte, also Spitzhacke hatte. Dann geht mir die Nahrung schon wieder zur Neige. Mal gucken, welche Tageszeit es jetzt ist. Es ist wieder tagsüber. Gucken, ob die Creeper sind. Oder sonst. Oh, es ist vormittags, also ich bin jetzt gerade in den Tag geworden. Aber hier ist nichts gespawnt. Ist der Baum wieder gewachsen? Na, hier ist noch nichts wieder gewachsen. Also muss ich das erstmal provisorisch weiter erlaschen, aber ich kann hier erstmal schon mal Glasfenster machen, weil ich da hinten Sand gefunden habe. Jetzt habe ich überhaupt keine mehr. Die Nahrung geht mir jetzt schon zur Neige. Aber ich kann jetzt noch mal ein bisschen Sand abnehmen. Hier brauche ich ja erstmal nicht. Ich glaube, ich mache einfach mal schon mal Glasscheiben, weil da hat man ja mehr von. Man hat ja 16 Stück für 6 Glas, aber also man kriegt 2,6 Glasscheiben pro abgebauten Sandblock. Wenn man nämlich 16 erzeugen kann, das ist 2 mal werden 12 und 3 mal werden 18, das heißt 2, 3 Drittel. Das sind 2,66666 und so weiter. Und wenn man das normal Glas, das ist ja nur einmal. Deswegen mal richtig Glasscheiben. Das sieht auch schöner aus.
Da könnte ich jetzt bei den geringen Mengen könnte ich das auch eher so machen. Erstmal das bisschen brennen. Zack. Das war einfach dann brennen. Und eine Truhe hinstellen. Das hat hier schon drei Stück. Eine brauche ich jetzt gerade nicht, dann brauche ich das Angesicht brauche ich nicht. Die Diamanten der Pferderüstung brauche ich nicht. Diamantenerde, Eisenerz. Das brauche ich nicht, 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 das brauche ich nicht. Diesen einen Eisenbarren, den lasse ich auch erstmal hier. Ich habe sowieso 19 Erz. Holz, Axt, Türen brauche ich nicht. Schießpulver oder Schwarzpulver brauche ich auch nicht. Verrottetes Fleisch brauche ich nicht. Jetzt könnte ich mir eine Hacke bauen, also eine Hacke. Ich mache die auch natürlich aus Stein, weil die Diamanten sind jetzt da jetzt noch so wertvoll. Und die Eimer habe ich jetzt auch, dass ich mir jetzt mal eine kleine Farm bauen kann. Hier müssen wir das abheben. Noch eine Schaufel an, ich habe keine. Die ist sowieso gleich auch zu brauchen. Oder ich kann mir auch eine Diamantschaufel machen. Ich will auf den zwei Diamanten lieber ein Schwert bauen. Mach ich da mal ein Gierschwert raus. Auf den zwei Diamanten. Ein Diamantschwert. Habe ich dann schon mal ein gutes Schwert hier. Was einen höheren Durability hat. Die Holzachsen, die war ja noch auf. Ich hatte ja zwei Holzäxte. Glas kommt schon gut voran. Jetzt mal ein bisschen was craften. Ein paar Glasscheiben. Der Rest reicht ja noch nicht. So, eine zweier Glasscheibe. Ja. Und drei hin. Hier haben wir jetzt zwei. Das muss nicht schön aussehen. Das kann erstmal so bleiben. Weil die Nahrung geht dann jetzt in Neige. Deswegen sollte ich jetzt mal noch der Fackel nicht dahin, sondern hier den Eingang markieren. Hier eine Fackel hin. Hier eine Fackel hin. Die eine Fackel hin und die Setzlinge sollten natürlich auch nachts weiter gedeihen. Das sind auch erst Fackeln hin. Aber jetzt kann ich ja nicht mehr sprinten, da mein Hunger zwar drunter gegangen ist. Also erstmal eine. Ich muss erstmal eine Steinschaufel machen. Die Glasscheibe brauche ich jetzt nicht mehr, das Glas brauche ich auch nicht mehr. Ich will auch erstmal alles rein. Raus und jetzt hier schon mal den Grundgerüst über eine Farm legen. Jetzt natürlich meine vier Äpfel, die ich hatte, sind jetzt zur Neige gegangen. Ich habe jetzt keinen mehr. Aber wenn ich jetzt dann Grundsachen habe, dann werde ich wahrscheinlich weiterziehen. Macht irgendwie dieser Let's Play Part soll erstmal der erstmal ein sehr langes Video werden. Vielleicht wird das sogar mein neues das längste Video. Nein, nicht auf YouTube, sondern mein neues das längste Video. Oder man könnte auch ruhig mal so ein Projekt starten, das einfach mal 300 Stunden Minecraft am Stück Let's Play wird. Und dann wechseln sozusagen vier Leute immer ab. Oder nehmen mehr, damit die auch längere Uhrzeiten haben. Dass dann immer vier Leute aneinander abwechseln und da. Ich mache das jetzt hier eine 4x4 Fläche plus ein Wasser rein. Also das heißt, hier ist 1, 2, 3, 4. Also hier 4. 1, 2, das heißt hier noch was hin. 1, 2, 3, 4.
4 wäre hier. Dass ich erstmal alles beackern. Damit ich auch hier die Nahrung bekommen kann. Da sehen wir dann. Das ist jetzt hier 3, das ist auch 3, das ist 2. Das ist alles 3 umrundet. Jetzt haben wir das vierte Mal. Ich werde hier beackern. Und hier. Und hier ist fertig. Komm schon mal weg. Jetzt erstmal die Erde beackert. Jetzt ist man hier über dem Wasser. So ein Erdblock platzieren, der vier Fackeln hat, damit die auch nachts wachsen. Und die Samen, die ich jetzt ja noch nicht habe. Wollte ich mal ein paar holen. Da kriege ich schon mal eine raus. Also weitermachen. Weil einer würde ja nicht mehr wachsen. 2 geht ja mal hin. Zack, 2. Mit der Faust hier ist alles wegschlagen. Da kommt wieder was raus, eigentlich. Bei der kleinen Insel ist es eigentlich eher nicht so ein Problem mit Monstern. Weil hier nicht viel spawnen kann. So, der beide bringen was raus. So, 3 Stück. 4. Ich habe nur noch 1,5 Hungerpunkte. Glaube ich, das werde ich hier mal lassen. Kann ich eigentlich Bone Meal. Ich habe ja Knochen. Jetzt habe ich immerhin 6. Es ist schon wieder Abend. Ich glaube, diese Bucht, die könnte ich mal als Hafen machen. Um dann andere Gefilde dahin zu sehen. Jetzt kann das schon mal wachsen. Da ist ein Baum gewachsen, das schon mal gut ist. Den wir jetzt den wieder abernten. Ja, ich hol diesen Baum mal ab. Ich hab nur noch 1 Punkt Hunger. Mobs sind, also Tiere sind hier weit und breit nicht in Sicht. Glas ist jetzt auch fertig. Ich kann jetzt mal hier in die Truhe. Kann ich jetzt das Eisen reinschmeißen. Und die Kohle kommt da auch mal rein. So, nehmen wir mal die Hälfte mit. Also leider habe ich jetzt noch keine Nahrung. Dann muss ich einfach mal hier die Nacht und nochmal Mine, vielleicht mal Diamanten abgrasen. Jetzt hat er, das waren 3, da war ja noch ein weiterer Eisenbarren. Da habe ich jetzt mal 3 Eisenbarren, dann können wir jetzt mal Diamanten in der Nacht abfarmen. Und diese Eisenspitzhacke. Da sind ja auch schon direkt Diamanten. Der ist schon am Weg. Und wo kann ich denn jetzt mal am besten Diamanten abfarmen? Ich glaube, die hier oben würde ich am besten abfarmen. Wenn ich das die Nacht jetzt wiederum machen kann, wenn ich dann tagsüber wieder losziehen kann, und dann mache ich am besten alle Diamantwerkzeuge und die Holzwerkzeuge, die packe ich mal in die Truhe. Also jetzt kann der Diamantrausch beginnen. Kann ich mir auch eine volle Diamantrüstung bauen. Aber es wird ein wenig dunkel. Ach, eine Fackel. Was ich gerade eben abgebaut habe. Das ist jetzt hier so dunkel. Scheint aber auch ein relativ großes Vorkommen zu sein. Ist ja immer noch weiter. Sonst muss ich mal mega entferntes Projekt hier vorstellen, eine Diamantblock-Pyramide zu bauen.
Und dadurch kriege ich ja auch viel Erfahrung, also mit fünf. Jetzt die mit Fortune, also mit Glück verzaubern. Halber Hungerpunkt. Sieht nicht gut aus. Schon mal der erste 64er-Stack voll. Die Spitzhacke kann immer noch. Erstmal die Nacht sozusagen über hier graben. Wenn Hunger aufgeht, dann geht der, weil ich ja Schwierigkeitsgrad auf normal gestellt habe, meine Leben nicht ganz weg, sondern ich bleibe beim halben Herz. Nein. Und wenn ich sterbe, dann bin ich auch relativ nah dran am Spawn. Also das würde ja eigentlich nichts ausmachen. Eisen kommt da oben schon wieder. Könnte ich vielleicht später für Schienen brauchen. Eins, wo man für Diamanten so viele braucht. Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Das scheint hier nicht enden zu wollen, das Diamant vorkommen. Ich habe die einfach maximal gestellt, dass Diamanten eigentlich wie billiger als Kohle sind sogar. Also viel mehr, jetzt deutlich mehr Diamanten als Kohle. So fast zwei Stacks und ich habe nur etwa ein Stack Diamanten. Na, zwei Stacks Diamanten jetzt. Ich mache jetzt die Nacht über. Wie gesagt. Und schon 36 Minuten. Wann hört es denn endlich mal hier auf mit Diamanten? Ich hoffe mal, dass es nicht langweilig wird durch die vielen Diamanten. Sonst hätte ich euch mal vorschlagen, wo ich... Oh, was ist das denn? Ah, Hungerschaden. Das ist schon ein Monster, warum aber da? Aber ich hab's... jetzt will ich am Verhungern. Weil ich einfach jetzt keine Nahrung mehr hatte und ich konnte mir jetzt auch so schnell jetzt keine mehr beschaffen. Also hier verliere ich anfangs über den Nahrungskampf. Ein später, sag ich mal, nach etwa 3 Stunden Spielen in der Welt, hat man das ja eigentlich schon wieder drin, dass man den Hunger immer ausgefüllt hat. Also dass man mehr produziert, als man verbraucht. Die Diamanten aufsammeln. Jetzt erstmal aufhören weiter zu graben. Wieder hoch. Ich sterbe gleich. Vielleicht. Noch ein Knackser und dann hört's auf. Nacht. Das Zombie ist gespawnt. Die erstmal wieder nicht raus, weil dann Zombies gespawnt sind. Warum kann ich mir das jetzt holen? Ja, der eine Baum ist jetzt komplett wieder weg. Das ist noch nicht fertig gewachsen. Also Nahrung habe ich jetzt gerade keine zur Verfügung. Also den vielen Diamanten, was kann ich damit machen? Erstmal eine Dia-Spitzhacke bauen. Eine diamantene Spitzhacke, dann jetzt noch eine Diamant-Axt. Also Diamant-Spitzhacke. Halt die mal einfach mal hier drüber. Was mache ich denn noch? Diamant-Hacke brauche ich nicht, Diamant-Schaufel auf jeden Fall.
So, und die Schaufel mitnehmen. Und dann noch Diamantrüstung. Und dann den Brustschutz. Die Hose. Dann jetzt hier Oberkäppi und dann noch die Schuhe. Ich muss jetzt hier alles anziehen. Das kann einfach mal Shift und Rechtsklick und schon habe ich die volle Rüstung. Jetzt haben wir jetzt die Spawn. So, hier ist anscheinend. Oder ist ein Zombie. Also mit einem halben Herz dahin zu gehen, ist nicht so, nicht so ohne. Sobald er mir einen Schlag verpasst, bin ich tot. Hier scheint aber sonst nichts zu sein. Also scheint schon mal ganz gut, dass hier nur dieser eine Zombie herumschwimmt. Dann erstmal den zum Sterben bringen. Nicht, dass ich sterbe, sondern er. Derjenige. Tot. Zombie ist tot. Ich zum Glück lebe noch. Eigentlich nur mit einem halben Herz. Und die Nacht geht auch zum Glück gleich zu Ende. Kann ich vielleicht demnächst vielleicht auch mal ein bisschen eine Schere machen. Hier 17 Eisenbarren, davon packe ich einfach mal die Hälfte weg. Und machen wir noch eine Schere. Und die restlichen Diamanten kommen erstmal weg. Und die restlichen Eisenbarren auch. Nein, ich brauche ja noch ein Boot. Ein Boot, ein Boot, ein Boot. Können wir erstmal schnell eins craften. So, 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 so. Ein Boot. Und baue da einfach mal noch einen kleinen Steg dazu. Ich glaube, ich kann mich auch dauerhaft auf dieser Insel niederlassen. Ich nutze einfach mal hier diese Bucht, die hier ist. Dafür aus. Dass ich dann hier einfach aufdocken kann. Bauen wir einfach hier so einen kleinen Hafen mit zwei Docks. Zack, zack, zack. Obwohl die Zweier Docks sind nicht zu klein, also ihr solltet jetzt einen Dreier machen. Ein Dreier Docks machen. Das geht hier schon sehr tief hinab. Oh, ich darf nicht zu lange unten bleiben, sonst sterbe ich einfach. Durch Ersticken. Weil ein Knackzahn, ich bin tot. Da wird mir selbst die Diamantrüstung nicht bringen. Ich baue jetzt mal hier zwei Stück hin. Zwei, drei und nur ein. Und zack, zack, zack. Boot hin. Platziert er das Boot nicht. Jetzt hat er ihn platziert. Jetzt erstmal, es ist vormittags. Dann erstmal fahre ich in diese Richtung, also Richtung da. Und guck mal, ob da was Interessantes ist. Scheint eine weitere kleine Insel zu sein, aber ich muss dann ein bisschen mehr Holz holen und auch mehr Nahrung vor allem. Ich weiß auch gar nicht, wo die Hungerleiste auf einmal ist. Weil die ist jetzt auf einmal weg. Liegt das vielleicht daran, dass ich im Boot bin, ne? Es scheint hier weit und breit nur mehr zu geben. Da ist das beste Fortbewegungsmittel bei mir das Boot. Das ist tiefer Ozean. Jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde und immer
immer noch keine Wolle gefunden. Also immer noch kein Fleisch, keine Wolle, kein gar nichts. Nur, dass ich viele Diamanten habe, aber noch keine Wolle. Damit ich mir erstmal ein Bett craften kann, um die Nächte zukünftig zu überspringen. Ist ja auch ein 30 Kilometer tiefer Ozean. Scheint hier kein Ende nehmen zu wollen. Natürlich klasse gelegen hier. Es ist noch immer vormittags. Ich fahre immer genau in die Richtung, damit ich auch dann wieder zurückfinden kann. Scheint hier aber nur. Oder sind Ozeanmonumente unten? Nein, ist es nicht. Weil ich jetzt mit der 1.8 spiele. Aber es ist immer noch nichts außer nur Wasser. Nicht so schön, wenn ich jetzt hier Holz suchen gehe. Ich fahre einfach so lange weiter, bis hier also ein Wald kommt oder irgendwie sonst was. Das scheint in die Richtung einfach nicht zu sein. Also Holz habe ich Mangelware. Oder ist auf meiner Welt Mangelware. Wenn ich jetzt bestimmt einiges unterwegs bin, aber ich habe ja jetzt schon Z-Achse 1400 hochgebracht. Noch wie finde ich immer noch nichts. Sollte so langsam mal sein, dass da mal was anderes kommt. Das sind so schwebende Blöcke drin. Das sind so schwebende Blöcke sind. Erstmal mal ein bisschen gucken, was das sein kann. Hier ist ein schwebender Block. Ah, hier ist Luft. Ah, jetzt ist auch die Hungeranzeige wieder da, die ich vermisst habe. Wahrscheinlich hier einfach nichts zu sein. Also einfach weiterfahren. Auch erst mittags. Irgendwann wird der Ozean wohl aufhören. Ich hoffe mal nicht, dass es euch langweilig wird, aber ich habe immer noch nichts. Noch nicht irgendwo was gefunden. Wo es vielleicht mal hingehen würde zu einem Waldbiom. Damit ich erstmal genug Holz und ein paar mehr Setzlinge, damit ich auch mehr Äpfel kriege, um zumindest diesen Hunger wieder aufzufüllen. Weil mein Hunger ist nämlich komplett leer. Wird nur gerade innerhalb des Fotos nicht angezeigt. Ich glaube, hier gehe ich erstmal nicht mehr weiter. Drehe um. Weil da einfach nichts ist. Es ist jetzt schon Nachmittag.
Was sollte jetzt auch schon wieder, werde ich ja wahrscheinlich so erstmal nachts wieder ankommen. Kurz nach Anbruch der Nacht wäre ich so voraussichtlich wieder zu Hause, also gegen 22 Uhr. Also weiter, weiter, weiter. Dann hoffe ich einfach mal, dass es auch trotzdem gefällt. Und dass das Video auch vor allem, was ich schon seit einigen Monaten anstrebe, einmal ein Video, was 10.000 oder mehr Aufrufe bekommt. Einfach mal so eine Art Special an so ein langes Minecraft-Play Park, der jetzt 51 Minuten schon ist. Da waren diese drei Luftflächen unter Wasser. So ein bisschen. Auf diesen Part werde ich mal genau eine Stunde. Während es geht, noch länger machen. Na, der Ozean scheint endlos zu sein. Ich sag mal gucken, ob ich wirklich tatsächlich, also ich vermute jetzt wirklich, dass ich jetzt so eingestellt hätte, dass würde nur das Biom Ozean vorkommen. Hat noch keine Nacht angesetzt. Scheint also noch immer noch relativ weit zu sein. Sonst muss ich mir einfach mal die X, Y und Z-Koordinaten. Was ist da denn? Links? Ein Baum. Ein Baum. Da gehe ich jetzt mal hin. Zwar nicht meine Insel, aber da gehe ich jetzt mal hin, um ein wenig Holz abzufarmen. Steige aus. Da habe ich zum Glück jetzt mal was gefunden. Aber dieser eine Holzbaum würde nicht reichen. Da ist noch ein Baum. Da ist noch eine Höhle aus Wasser. Da ist noch ein Baum. Also ich glaube, wenn ich auf der gestrandet wäre, das wäre besser das verlaufen. Also weiter, bang, bang, bang. Da komme ich gar nicht mehr hoch hin. Erstmal geht es erstmal. Ich habe erstmal diesen Baum, sag ich mal, teilweise abgeholzt. Also werde ich den jetzt mal verknüpfen. Die sollten aber automatisch decayen, also verschwinden. Da ist schon mal wieder ein Setzling, was ich gut gerne gebrauchen könnte. Da ist mein Boot. So nicht runterfallen. Und das ist nicht viel Block jetzt die Falle. Oh, da ist ein Apfel. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Äpfel. Jetzt habe ich jetzt zumindest zwei Hungerpunkte auffüllen. Noch einer. Vier Hungerpunkte. Den Rest wegbauen. Hat nicht nur 1 bis 200, aber dann sind direkt 2 aus diesem Baum gedroppt. Da ist bestimmt noch einer gefallen. Ja, noch einer. 6. 600 Punkte. Da kann ich nämlich auch wieder sprinten. Eins bin ich mit einem halben Herz immer noch aufgeschmissen. Da
Jetzt brauche ich hier noch einen Apfel. Noch ein Setzling. Also zwei Äpfel wären noch ganz gut. Weiter, weiter, weiter. Aber es scheint kein Apfel mehr zu kommen, aber immerhin so einige Setzlinge liegen jetzt hier noch rum. Das Diamant. Jetzt will ich jetzt mal wieder runter von der Insel. Rein in das Boot und wieder zurückfahren. Das scheint schon die nächste Insel zu sein. Was ist da denn? Wieder eine Insel? Also lässt man meine eigene wiederfinden. Also mal, dass ich die noch innerhalb der nächsten paar Minuten finden werde. Also kann ja hier auf dem Wasser nichts spawnen. Also die Monster, die spawnen jetzt zum Glück nicht im Wasser, sonst würde ich bestimmt zig Creeper, Zombies, Skelette und so sehen. Was natürlich das Wasser erstmal verhindert. Immer noch nichts in Sicht. Wo bleibt es nun? Meine Insel. Ich war jetzt immer noch nicht. Also, wo die Z-Koordinate kleiner wird. Was dann jetzt immer noch ausbleibt, ist, wo meine Insel wieder ist. Nicht da ist eine Insel. Scheint wieder eine Insel zu sein. Aber es ist nicht meine Insel. Weiter geht's. Oh, da ist eine Ah, da ist es ja. Da habe ich wieder. Da habe ich meine Insel wieder gefunden. Hoffe mal nicht, dass ich durch Skelett erschossen werde hier. Wieder außenrum. Hier einbiegen. So dahin. Dahin, dahin. Um hier den rein zu parken. Jetzt hat Boot ist hier. Weil es dann nicht zerschellt. Es zerschellt nicht. Also das kommt auf die Flächen Monster gespawnt. Ach, sieht gut aus. Hier ist nichts. Ist da ein Baum gewachsen? Nein, der Baum ist noch nicht gewachsen. Nur 9 Setzlinge. Die gilt es jetzt hier einzupflanzen. Und jetzt ist noch ein paar weitere Fackeln. Und habe jetzt schon gleich eine Stunde erreicht. Jetzt schon mal. Jetzt ein paar mehr Setzlinge. Ah, nicht den Kobbel den packen, sondern Setzlinge. Kohle nehmen wir auch mal wieder mit. Ist da jetzt was gewachsen? Immer noch nicht. Was macht jetzt hier? Die Nacht ist noch nicht vorbei. Ich habe doch erstmal jetzt genug Holz, dass ich jetzt erstmal
die Erde hier, wie ich die durch Holz ersetzen kann. Habe ich eine Schaufel? Schaufel, ja, da habe ich. Da habe ich noch eine Steinschaufel. Dass ich erstmal Holz bauen kann. Sieht dann einfach schön aus, als hier das Holz anstatt auf Erde. Hier ein bisschen normal Holz rein. Die Tür. Tauschen. So, Tür rein. Jetzt ist die Schaufel auch erstmal kaputt gegangen. Und jetzt hier das Holz, das wir jetzt etwas vollständig platzieren. Sieht das schon mal ein wenig besser aus, das Haus. Nein, nicht am Ofen, sondern. Mit dem besten rausgehen. Ich dachte, das jetzt nein, wir müssen gar nicht die Grafik, sondern Musik hier. Stellen wir den Gesamtlautstärke höher. Nein, ist kein Slime. Ich dachte schon. Boah, wir sind immer noch nicht gewachsen, also vielleicht hier nochmal eine Fackel hin. Jetzt ist das Haus erstmal aus Holz. Seeds habe ich keine mitgenommen. Ach, warum habe ich keine Seeds mitgenommen? Hier habe ich noch ein paar. Falls da irgendwas rausspringt. Haben wir aber nichts. Da springen welche raus. Vielleicht ist mein Hunger nämlich schon wieder auf 3 Punkte zurückgegangen. Also ich habe wieder Nahrungsmangel. Ich hatte gerade nur Glück, dass ich mal auf der anderen Insel 3 Äpfel erhalten habe, damit ich das mit 6 Punkte kurzfristig erhöhen konnte. Oh, ein Creeper, Creeper, Creeper. Da gehe ich jetzt mal. Noch einer, sieht da nicht so gut aus, wenn da 2 Creeper sind. 2 Creeper, bitte sterbt gleich. Das nicht brennt, natürlich bei mir vom Nachteil. Sonst würden die nämlich. Das kann man doch mal machen als Feature, dass sie vielleicht mal. Nach einer Weile im Tage vielleicht anfangen zu brennen und zu explodieren. Damit man die Nachmittags nicht mehr hat. Das sieht nicht schön aus. Das auch nicht. Ich glaube, wir machen auch mal einen besseren Gang. Ja, einen schönen ringförmigen Struktur hinbauen. So, es sieht schon mal etwas besser aus. Creeper, die könnte ich ja eigentlich ja bekämpfen, aber ich habe im Moment nicht so viel Hunger. Ich könnte ja die theoretisch doch hier hingehen, damit die mich nicht so belasten. Hä, sind die jetzt gespawnt? Die sind jetzt weg. Spurlos verschwunden, die Creeper. Zum Glück sind die jetzt ja weg. Schere habe ich vergeblich mitgenommen. Also falls ich auf Schafe treffen würde. Ich bin jetzt hier bei 28 und 27. Also ich könnte hier am besten einen Kompass machen. Dafür brauche ich ja Eisen und... Redstone habe ich noch nicht. Redstone brauche ich ja auch noch dafür. Runter, 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 runter. Wie kann ich das jetzt viel besser weitermachen? Jetzt muss ich jetzt irgendwo runtergraben. Jetzt könnte ich Steinspitzhacke und Eisenspitzhacke noch aufbrauchen, damit ich dann am Ende dauerhaft auf Diamantspitzhacken umsteigen kann.
wieder nur noch ein Hungerpunkt. Die Redstone ist ja nur weit unten, also. Auch wenn halt die Redstone vorkommen. Ich baue das mal hier zu. Mit was denn? Mit Kies? Ne, Kies halt runter. Pflasterstein. Oh, da ist schon wieder Diamant. Durch mich Diamant graben. Und nach unten nach Redstone suchen. Kann ich mit der Steinspitzhacke sich da die Diamanten zerbrechen und die kriegt man nicht. Dann hört sich mal auf mit den Diamanten. Und wieder eine Fackel. Na, immer noch die Eisen. Jetzt brauche ich wieder die Steinhacke. Da treffe ich wieder auf Eisen. Ich schreibe mich mal auf Höhe 10 runter. Damit ich dann auch von dort später auch eine Slime-Farm machen kann. Hier bei 28. Dann immer mit Kompass immer zurückfinden kann. Und deswegen grabe ich mir hier so unten um Redstone zu suchen. Weil die Redstone-Vorkommen habe ich nämlich kaum geändert, dass sie nicht an der Oberfläche vorkommen können. Schon wieder Diamant. Wieder diesen Diamant abtragen. Aber hier bin ich jetzt 16, 15. Ich kann mich auch besten auf 12 runter, weil also wir nämlich plötzlich Lava sehen haben. 13 und 12 hier. Und da unten. Und die Steinspitzhacke ist weg. Höhle. Das Kohle, das Diamant. Das Kohle, Diamant. Und nichts anderes. Lapis Lazuli brauche ich auch nicht. Noch mehr Diamant. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher, vielleicht. Gerade wenn ich nur ein halbes Leben habe. Ich nur auch nur Eisen. Aber ich suche hier noch mal Redstone. Jetzt muss ich einfach mal hier einen Raum auffüllen. Die Höhle war ohne Monster, zum Glück. Aber ich bin jetzt hier auf Höhe 12, weil das ist ein Lava-See. Wieder Eisen. Den Redstone super.
scheint auch nicht so einfach zu sein, hier Redstone zu finden. Weil ich die Vorkommen, glaube ich, runtergesetzt habe. Wieder Kohle. Da ist schon wieder Eisen. Eine nächste Fackel. Hatten mal so ein 3x2. Hol ich mal hier aus. Kommt hier immer noch nichts mehr. Schon wieder Kohle. Kies, ne. Schon wieder Kies runter. Das nervt immer beim Minen, wenn da Kies kommt. Das ist auch eine Höhle? Nein, ist auch nicht. Geh mal kurz raus. Das ist wieder Kies. Ich hab schon wieder überhaupt keine Ahnung. Nein. Aber immer noch kein Redstone gefunden. Sucht ja auch nach Redstone, aber findet immer noch nichts. Das Eisen, das riesige Diamant vorkommt. Ich finde einfach den nichts. Hier muss ich wieder runter. Wie muss denn jetzt weiter? Da geht's wieder hoch. Das ist der Beginn der Mine. Geht's hoch. So, jetzt sind wir kein Monster gespawnt. Aber hier sind die Bäume fertig. Ich mach jetzt mal den Holzaxt weg. Oder mit den Holzäxten weg, wenn ich die schon mal weg habe. Und es ist gerade Nacht geworden. Aber das macht nichts, dass es jetzt gerade Nacht geworden ist. Wenn ich nämlich sterbe, dann werde ich natürlich hier direkt auf der Insel wieder gespawnt. Ich bin nämlich immer noch auf der gleichen Insel, also ich bin noch nie weitergezogen. Was ist das denn? Anders gerichtetes Holz. Da scheint hier ein Ast hier rüber zu gehen. Die erste Holzaxt ist weg. Jetzt kommt noch die zweite Holzaxt. Aufbau, oh, Abbau, das Holz abbau, das Holz ab. Und das ist ein bisschen höher. So, der ist ein wenig höher gewachsen. Hier ist noch ein Baum. Und Monster in der Nähe anscheinend nicht.
echt mal so, dass hier kein Monster ist. Kann schon die Setzlinge raus. Da ist gespawnt da hinten. Oh, 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 oh. Da ist gerade ein Creeper zwei Creeper gespawnt. Da gehe ich aber jetzt gerade nicht hin. Weil ich jetzt gerade bin zwar voll bewaffnet, aber ich habe nur ein halbes Leben und keinen Hunger mehr. Also, wenn ich die Leben wieder voll habe und die Nahrung voll habe, dann werde ich da, oder dann würde ich gegen diese antreten wollen. Das decayt jetzt alles. Habe ich wieder drei Setzlinge bekommen. Wohin damit? Diesen Teil der Insel werde ich jetzt hier als Baumgebiet erklären. Wächst hier wieder was? Na, es dauert ein bisschen. Oder soll ich jetzt mal einmal dahin trauen zu den Creepern? Wo ist der Creeper? Los, nicht explodieren. Zack, und tot. Dann direkt auch noch zwei gedroppt. Auch zwei gedroppt, immerhin. Jetzt guck mal hier, ob hier schon wieder Äpfel runtergelassen wurden. Da ist ein Apfel. Oh, da fallen auch schon die Setzlinge ab. Vier Stück schon wieder. Hier hinten fällt auch schon wieder einer ab. Und noch eine Fackel. Noch ein Setzling, noch ein Setzling, noch ein Setzling. Und das hier als Zucht wie für die Bäume erklären. Mal. Los, erstmal. Das war diesen Baum hier. Den würde ich auch nicht ganz abholzen. Okay, erstmal. Willst du da denn noch rum? Ah, das ist nur eine Blockkante. Oh, das erste Weißen ist fertig. Oh, zwei reichen noch nicht, um ein Brot herzustellen. Diese Apfel hier los. Ich kann den gar nicht aufnehmen. Hä? Das stimmt mit dem Apfel nicht. Hier wieder Setzlinge. Schon wieder sieben. Bin auch für das Haus, mache ich das mal. Und diesen einen Apfel, den kann ich ja auch irgendwie sollten nicht aufsammeln. Dann muss ich mich hochbauen. Jetzt muss ich hier oben ans Holz dran. Wieder Holz abschlagen. Ah! Bin tot. Viel aus zu großer Höhe, aber hier haben die ganzen Sachen alle liegen. Weil ich nur von oben nach unten durchgegraben habe. Geht immer noch mal so rum. Das war zum Glück, dass ich jetzt direkt da gespawnt wurde. Also wieder erschienen
in die Welt. Kann ich jetzt so weitermachen? Inventar ist voll. Dann habe ich auch die Rüstungsteile jetzt gerade nicht an. Kann ich jetzt mal die Rüstungsteile wieder anziehen? Ich habe überhaupt nichts abgenommen hier. Ich bin einfach runtergefallen. Ah, jetzt ist auch mein Hunger wieder voll, immerhin. Immerhin das habe ich jetzt erreicht dadurch. Also man kann einfach sich so töten, wenn man weiß, dass man da wieder gespawnt wird. Um das Hunger wieder aufzufüllen. Eigentlich sinkt dann die EP sehr, also die EP habe ich jetzt wieder ein bisschen weniger. Immerhin sieben Level habe ich noch. Immer noch Holz. Da ist ein Apfel. Jetzt decayt der auch. Und jetzt diese Erde da hinten auch abbauen. Oder Dreck. Setzling habe ich keine, aber hier liegt jetzt mal alles. Hier ist jetzt erstmal ein richtiger Setzling. Das decayt nicht richtig irgendwie da hinten. Ah, da ist noch Holz. Da ist noch ein Holzblock drin. Ich kann ihn so noch erwischen. Holz. Zwei Äpfel, aber ich brauche jetzt gerade jetzt nicht. Da ich jetzt im Moment. Zwei Getreide fertig. Jetzt habe ich immer vier Getreidedinger. Ja, ich kann die Farbe mal mehr vergrößern. Und jetzt kann ich auch ein Brot herstellen. Ich pack mal die Werkzeuge hier weg, die ich nicht mehr brauche. Und Holzachs auch weg. Diamanten weg. So viel Bruchstein brauche ich auch nicht. Kies brauche ich nicht. Eisenerz hier rein. Schere nehme ich mit. Die Wolle. Das nehme ich nicht mit. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. 64, 14, also so viel brauche ich auch nicht. Andesit brauche ich auch nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Feuerstein brauche ich nicht. Einmal Last nehme ich mit, Brot nehme ich mit. Kann ich jetzt erstmal mit dem Boot wieder auf Tour gehen. Das ist hier gelandet. Ich meine, wir sind vielleicht in diese Richtung. Vielleicht ist es hier ein bisschen mehr. Ist auch erst gerade vormittags. Zieh jetzt auch wieder an einen Vormittag los. Weil ich erkunde mal einfach mal die nähere Umgebung meiner Insel. Da scheint ein Hügel zu sein, aber führt nicht zum Land. Halt immer noch nicht auf hier. Was ist da hinten denn los? Wahrscheinlich da. Ist da eine Ebene oder ist das auch nur so eine Survival-Insel? Scheint auch so eine Survival-Insel zu sein. Aufsteigen auf dem Boot. Schwimmt jetzt ein bisschen da hinten hin. Die Diamantachse rausholen und ein bisschen Holz abschlagen. Äpfel brauche ich jetzt nicht. Irgendwie das Gefühl, ich habe Hunger, aber ist jetzt halt nicht. Wir werden so schnell zum irgendwas einhungern. Das geht schnell weg. Vielleicht kommt hier noch ein Apfel raus. Auf jeden Fall ein Setzling. Oh, ein Apfel. Drei Stück habe ich jetzt immerhin.
oder 10 mitnehmen und ich gehe jetzt mal wieder zurück. Wenn ich einen Kompass habe, werde ich weiter wegziehen. Und dann auch die exotischen Baumarten holen. Also ich krieg ja hier nur Eichenholz. Ich krieg jetzt mal zurück zur Heimat. Oh. Schon wieder das hier. Ich bin jetzt wieder auf die Windows-Taste gekommen und dann habe ich das Haus ja jetzt aus Holz. Ja, die Kate selber auch noch was. Das zieht das Boot erstmal hier direkt an der Insel hin. Fackeln sie da auf, damit die auch nachts überwachsen können. Weil auch über Nacht hier liegt auch erstmal einiges an Setzlingen und Hauer 16 Stück. Ich ziehe jetzt mal hier die ganze hier voll. So, jetzt mal zack, da ist wieder ein Baum gewachsen. Konnte man gerade sehen. Hier die Aufnahme bei 1,5 Stunden Länge, glaube ich, beenden. Und dann anschließend laden, oder? Kann ich hier noch was machen? Da ist noch nicht die Ordnung drin. Die versterben noch. Oder wie mache ich das? Einfach breiten Ring hier bauen. Einblockschicht. Beim Setzen. Das auch ein bisschen schneller machen. Wenn es schneller weggeht. Dann Block schon wieder ein Setzling. Zwei sogar. Eigentlich Eichenholz brauche ich ja gar nicht. Brot ist ja jetzt wieder was fertig. Anscheinend bin ich noch nicht da. Einer, der weggehen muss. Hat nichts gedroppt. Ich wollte erstmal unten eine Redstone suchen. Na, hier geht's nicht nach Redstone. Muss doch irgendwo Redstone vorkommen finden. Ich kann mich nicht schneller runterspurten. Diese Schwerkraft komme ich schnell runter hier. Lava. Eisen. Lapis, da ist nur ein bisschen Lapis. Aber Kohle, Eisen, Diamant, Lapis, es fehlt noch Gold und Redstone. Ich greife hier einfach mal weiter. Stoße ich mal auf Redstone. Meine Fackeln da oben. Wo bleibt denn endlich mal Redstone, damit ich mir einen Kompass herstellen kann?
Hier ist eine Weile lang kein Diamant mehr gekommen. Da kommt, wenn ich gerade rede, kommt Diamant. Natürlich klar. Aber Diamant brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Ich habe einfach Diamanten übermaßen. Hier ist Diorit und Andesit. So wie die Sachen heißen. Diorit, Andesit. Ja, ist Diorit und Andesit. Ich muss endlich mein Redstone-Vorkommen finden. So, 1,5 Stunden schon aufgenommen, aber immer noch keinen einzigen Redstone und noch kein Gold gefunden. Und ist er einmal gestorben. Hoffe ich einfach mal. Also ich glaube, ich werde den Part erstmal gleich beenden. Ich werde einfach bei diesen hier extrem lange Parts aufnehmen. Immer, dass ich immer, wie lange ich ein Stück aufnehme. Dass ich nicht mehrere Parts aufmache, sondern einen riesigen. Redstone! Da war ja Redstone, ne? Aber nur ein einziger. Immerhin aber einer. Ha, endlich Redstone gefunden. Das war das ein Eisen? Ja, das war Eisen. Und das ist noch nicht sicher hier. Also, brauche ich mal ein bisschen zu. Damit ich dann nicht so leicht in die Lava falle. Und jetzt wieder hoch. Hier geht es wieder kurz runter, aber hier ist es, geht endgültig wieder hoch an die Oberfläche. Ich werde die beiden Äpfel noch essen, jetzt bin ich erstmal wieder satt. Und hoch. Dieses Tag über ist das Getreide hier fertig. Ein paar Bäume sind wieder gewachsen. Und ich habe ja, Samen habe ich erhalten. So, 2 Stück. Jetzt kann ich mir auch einen Kompass bauen. Also, 4 Eisenbarren. 1, 2, 3, 4. Jetzt dann hatte ich hier so, okay. Jetzt ich hier mit. Also, jetzt wird jetzt bei mir Mangelware sein. Gucken wir mal, wo der einen hinführt. Wie geht das da? Also das liegt hier anscheinend, also das führt mich hier hin, das ist schon mal ganz gut. Und dann weiß ich schon mal, wo ich hingehen kann. Ich bin noch ein bisschen Eisen fertig, weg. Diamanten brauche ich auch nicht, Erde brauche ich auch nicht so viel. Brauche ich auch nicht so viel. Noch ein bisschen Kohle lassen, weil das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ein Weizen brauche ich auch nicht, das Redstone brauche ich auch nicht. Den Apfel muss ich drin lassen. Kompass brauche ich. Den Rest brauche ich auch. Jetzt wächst jetzt mal wieder ein Wald. Wald auf dieser Insel, auf meiner Insel. Kann ich ja jetzt bequem irgendwo auch schräg fahren. Es war jetzt gerade Nacht geworden. Und es ist jetzt Neumond. Kann ich ja jetzt erstmal gucken, wo ich hingehen kann. Hier scheint es nämlich nicht mehr so tief zu sein. Also hier wechselt das Biom. Es ist hier kein tiefer Ozean, sondern ein normaler Ozean. Aber irgendwo muss der doch mal sein. Der nächste Wald. Kann sein, dass ich da einige Minuten lang Boot fahren muss, um
nächsten Wald zu finden, weil jetzt hier wieder Deep Ocean herrscht. Ich fahre jetzt gerade wieder auf eine Insel zu. Zuckerrohr, das kann ich auch gut mitnehmen. Eine sehr kleine Insel. Aber hier Zuckerrohr nehme ich mal mit. Habe ich auch nicht auf meiner Insel drauf. Nehme ich hier dieses Zuckerrohr her. Das treibt auch ein ordentliches Stückchen noch weiter. Immer noch kein Wald oder sonstige Bäume im Biom in Sicht. Was? Ich finde, das ist erstmal lang genug und würde den Part erstmal hier unterbrechen. Bin ich jetzt hier auf dem Weg. Ja, ich gehe jetzt hier auf dem Weg. Hör ich mal auf. Damit bis zum nächsten Teil und dann ciao.